So Leute, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format auf YouTube! Bing! So Leute, herzlich willkommen zu Marco Verzell Nummer 111. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Marco Verzell traf, aber ich glaube, das war schon Monate her. 2, 3 Monate und ich vermisse euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse euch. Und außerdem ist mir todeslangweilig hier zu Hause. Und langsam bringen mich meine Kinder dezent um. Ja, also Kinder zu Hause zu haben, schön und gut, das macht Spaß. Aber wenn man nicht mit denen in den Spielplatz gehen kann, wenn man mit denen nicht irgendwo hinfahren kann, nichts machen kann, sie sind den ganzen Tag zu Hause und du musst währenddessen noch arbeiten, bin ich stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben. Mein Gehirn freeze, verstehst du? Ist das ganz schön anstrengend, das kann ich euch sagen als Familienvater. Denen ist halt, Kinder ist es halt todeslangweilig, ne, zu Hause. Und die machen alles kaputt. Junge, hier gibt nichts. Ich habe keine Pakete mehr, weil sie alles geöffnet haben und durch die Gegend geworfen haben, wenn ich mal kurz weggucke. Ich guck weg, boom, alles brennt. Ich guck weg, boom, mein Auto ist kaputt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht mehr normal. Aber nicht so schlimm, Freunde. Ja, Leute, aber ich freue mich wieder, ein kleines Unboxing für euch zu machen. Wie gesagt, ich habe kaum noch Pakete hier. Deswegen, wenn ihr mir gerne was zuschicken wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung eine wunderschöne Postbox. Dort könnt ihr gerne eure Sprachen lernen. Wenn ihr mir was schicken wollt, wenn ihr mal erzählt, würde mich mega freuen. Ihr könnt einfach eure Kinderzimmer ausräumen, einfach alles da reintun, was ihr nicht mehr braucht. Schickt es den lieben Tutu. Der kann es zwar auch nicht gebrauchen, aber dann haben wir ein lustiges Video zusammen. Verstehst du? Und für die Leute, die trotzdem in ein Video reinkommen wollen, hey, fragt Tutu in den Kommentaren. Stellt mir einfach eine Frage und dann kommt ihr vielleicht auch ins Video. Ja. Bevor ich die Fanpost hole, ich glaube, ich habe beim letzten Markt erzählt, vor 3 Monaten oder so, habe ich euch eine kleine Verlosung gestartet. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass es jetzt kommt, ne? Aber ich habe es echt total verpeilt. Es ging um diese lasergesteuerten, ja, Blaster. Darum geht es. 2 von euch konnten das gewinnen. Einfach mit einer Hashtag-Frage. Tutu eine Frage stellen oder irgendeinen Kommentar reinschreiben und dann könnten wir das gewinnen. Die werde ich gleich sofort verlosen an 2 von euch. Ups, kaputt. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wer das Ganze gewonnen hat. Ich weiß es schon, ihr noch nicht. Deswegen, so, ich hole mal den Fanpost und los geht's. Also, wir haben hier diese Pakete hier. Da bin ich sehr gespannt drauf, was das für ein großes Teil ist. Das ist die ganze Fanpost, die ich noch habe. Das war's. Sonst habe ich wirklich alles ausgepackt und das sind tatsächlich die letzten Dinger. Und ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dieses wunderschöne Paket an. Was steht hier? Oh, Fischer Verlag. Das hätte ich eben schon geguckt. Leute, und eigentlich ist Marco Verzell schon abgedreht und alles ist ausgepackt. Aber ich war gerade bei der Post. Deswegen wird das hier vorher reingeschnitten, damit ihr noch was gewinnen könnt. Und zwar mit Hashtag fragt Tutu könnt ihr tatsächlich mein eigenes Buch gewinnen. Das ist hier drin. Ich zeige euch das nicht, weil es wird gleich im Video ausgepackt. Hashtag fragt Tutu in den Kommentaren, stellt mir eine Frage und 3 von euch können dann so ein Buch gewinnen, was ich euch jetzt aber nicht zeige, weil ich es gleich auspacke. Okay, viel Glück, viel Spaß, wieder zum Video. Oh mein Gott, nice! Mein eigenes Buch über Fortnite, Freunde. Das ist ein Fortnite-Roman, würde ich mal sagen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe es nicht geschrieben, aber das sieht ja voll nice aus, das bin ich. Mal gucken, ob ich noch irgendwas in dem Buch finde, was nach mir aussieht. Lass mal ganz kurz gucken. Oh ja, das bin ich beim Zocken. Das Buch gibt es tatsächlich ab heute bei Amazon zu kaufen. Mega geile Sache von Kerstin Karlstedt. Und wie gesagt, ich habe das Buch selber nicht geschrieben, weil wenn ich es geschrieben hätte, ein Fortnite-Roman, dann würde es ungefähr so aussehen. Ich kann nicht bauen! Ich kann nicht bauen! Es leckt die ganze Zeit! Es leckt die ganze Zeit! Ich glaube nicht, dass ihr so einen Roman lesen wollt, ja. Ich habe es selber noch nicht ganz komplett durchgelesen. Ich bin echt leselfaul, ja. Kerstin ist damals vom Fischer Verlag auf mich zugekommen, hat gefragt, soll ich mal ein Buch über dich machen? Und ich habe gesagt, ja, wenn du willst, kannst du es gerne machen. Mach es so, wie du denkst. Und ja, ich habe ein bisschen gelesen. Mir gefällt es sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin selber kein Leser. Wenn ihr selber gerne lest und euch langweilig ist zu Hause, wie gesagt, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ist jetzt keine Biografie oder sowas in der Richtung, aber trotzdem geil. Ich glaube, es kostet, glaube ich, die elektronische Version 10 Euro und die gebundene 12 Euro. Cool, vielen, vielen Dank an Kerstin. Weiter geht's, Fanpost. Hier steht kein Name. Oh, was ist das? Oh, 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 oh. Kein Name. Aber ich sehe schon. Fußballkarten, Freunde. Let's go. Ich weiß nicht, was das für Fußballkarten ist, aber das ist Cristiano Ronaldo. Da hast du schon alles richtig gemacht. UEFA Euro 2016. Ist die wertvoll? Grabe ich mir ein. Aber die hat in der Ecke schon Schaden. Ist egal. Cristiano Ronaldo ist alles wertvoll. Vielen, vielen Dank an denjenigen, der mir das geschickt hat. Oh, warte mal, hier ist ein... Oh, der hat mir noch eine gelbe und eine rote Karte gemacht. Nice. Guck ich mal ganz kurz, wer das war. Aus der Schweiz. Natürlich, selbstverständlich kriegst du eine Autogrammkarte und ein paar Sticker. Vielen Dank. So, ich würde sagen, ich bin aufgeregt. Ich will wissen, was in diesem großen Paket drin ist. Da steht hier Technology Trading, ja. Und wie ihr seht, steht sonst nichts auf dem Paket. Alles wurde hier rausgeschnitten. Das? Der ganze Karton ist überall raus. Irgendwas war da, was nicht im Video gezeigt werden darf.
Auf jeden Fall ist das von einer Firma. Das will ich jetzt mal gucken. Von einem Fan! Oh, ich muss aufpassen, den scheiß Messer in mir nicht ins Gesicht zu rammen. Oh mein Gott, nice! No way! Das ist einfach von Nvidia, Digga, von unserem Sponsor. Oh mein Gott, Gigabyte, Nvidia, GeForce 2070. Wie geil ist das denn von unserem Sponsor? Da ist ja noch was dran, Alter. Oh mein Gott, ist das schwer, was ist das denn? Bam! Oh mein Gott, das passt gar nicht ins Bild, warte mal. Ihr wisst ja, Gigabyte ist auch unser Lieblingssponsor. Blenden mal irgendwo hier das Logo ein, Intel und Gigabyte und irgendwo das Logo einblenden. Haben sie verdient, vielen Dank nochmal. Und was ist das? Das haben sie einfach mit reingetan. Ist es etwa ein neues Mainboard oder wie? Z490 Aorus Master Gaming Motherboard. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding aussieht und ich weiß auch nicht, warum die mir das geschickt haben, aber vielen, vielen Dank. Ich öffne das mal. Oh mein Gott, nice Mainboard. Digga, das war schwer. Alter. Oh, ich liebe neue Technik auszupacken. Das ist einfach. Da geht mir einer ab, kann man sagen. Leute, Link dazu, zu den ganzen Sachen von Gigabyte, sowieso immer in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ihr wisst das schon, das ist ein. Gigabyte ist ja schon länger unser Sponsor. Alle meine PCs sind von Aorus. Oh mein Gott, nice. Look at this dude, huh? 4 Slots für Speicherplatz. Dann habt ihr hier für den Prozessor. Hier sind die ganzen Anschlüsse auf der Seite. Kann man mal ganz kurz gucken. So sieht es aus. Wi-Fi-Verstärker haben wir hier. Was ist das denn? Clean CMOS? Clean Q. Vielleicht könnt ihr das sehen hier oben. Was ist das denn? Das habe ich noch nie beim Mainboard gesehen. Seht ihr dieses hier? Ist ja geil. Okay, dann haben wir hier 4-mal USB. Dann haben wir hier 2-mal USB 3.2. HDMI. USB 2 Typ C für ihr Handy oder was auch immer. USB 3.2, also wir haben insgesamt dreimal, warum die jetzt irgendwie rot angezeichnet sind, habe ich absolut keine Ahnung. Hier ist einmal Netzwerk, dann haben wir den SPDIF Out und hier haben wir die ganzen Anschlüsse für eure Soundanlage oder für eure Kopfhörer. Richtig heftig. Ich weiß leider nichts über dieses Mainboard. Ich guck mal ganz kurz im Internet nach, vielleicht kann ich euch genaues zu diesem Mainboard sagen. Leute, ich war gerade im Internet und habe geguckt, was das für ein Mainboard ist und tatsächlich finde ich nichts zu diesem Mainboard, denn dieses Mainboard ist komplett neu. Es gibt die gar nicht auf den Markt. Und dann habe ich hier Aorus, den Partner, kurz auf WhatsApp angeschrieben und gefragt, ey, kannst du mir irgendwelche Daten dazu schicken? Was ist das für ein Mainboard? Das ist komplett neu. Da habe ich komplett testen, Freunde. Und hat mir ein PDF geschickt und da steht es, no public disclosures until April 30. Das bedeutet, Freunde, dass ich das vor dem 30. gar nicht veröffentlichen kann, diese Sachen. Und zwar, ich habe nichts dazu gefunden und das Einzige, was ich bekommen habe, war von den Supports 10-Gen Intel Core Series Processor, Dual Channel, Known EEC. Leider ist es alles hier auf Englisch, um euch das zu zeigen. 14-Phase Digital 4RM Solution with 90 Amp. A Smart Power Stage Plus Tata Loom Polymer Capture Array. Digga, so gut kann ich kein Englisch, Digga. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Shielded Memory Routine. Routing. Shielded Memory Routing. Sprachen lernen. Fins Array 2 Heatsink Plus Direct Touch Heat Pipe. Ich hoffe, ihr könnt mehr damit anfangen. Alter, das ist für mich fast nur Kauderwelsch. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist, dass es Generation Intel Chipsatz 10 supportet. Und das ist, glaube ich, richtig cool. Also ist auf jeden Fall heftig, was das neue Ding alles so kann. Was hat das alles hier? Extreme Power Design, Power Architektur, okay. True Power Design Efficiency 3%, okay. Direct Power Design, okay. Sehr viel Power Design ist in dem Mainboard, steht schon mal fest, Leute. Improved Transition Response, wie gesagt, dieses PDF hier findet ihr nicht einfach so im Internet. Erst ab dem 30. vermutlich, wenn ihr es rauskommt. Direct Touch Heat Pipe 2, okay. Nanocarbon Baseplate, Nanocarbon Code Fins Array Heatsink, okay. Thermal Performance, Extreme Memory Design, Improved Transition Response, DDR-XMP up to 4800 MHz and beyond. PCI, 4.0 Hardware Design, Triple, Aorus Thermal Guard 2 Technology. Falls ihr euch irgendwas von den Daten hier interessiert, haltet kurz das Bild an und lest mal gerne nach. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich diesen PDF irgendwo posten kann. Auf jeden Fall, da sind einige Sachen dabei. Thank you. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Also, was soll ich dazu sagen? Wird das mein neues Mainboard? Vermutlich ja. Das ist einfach zu heftig. Leute, ich weiß absolut nicht, was ich damit anfangen soll. Soll ich es behalten? Soll ich das an Clan-Mitglieder verschenken? Ich hätte sogar einen Kandidat. Ich überlege mir noch, was damit passieren wird. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Gigabyte und Aorus für die kleine Einsendung, die vermutlich mehr kostet wie mein Auto. Danke. Also, ich habe auf jeden Fall jetzt ein kleines elektronisches Spielgerät. Das ist schon mal nice. So, öffnen wir weiter. Von wem ist das hier? James Müller. Vielen Dank für deine Einsendung. Nicht vergessen, ich habe noch gleich das Gewinnspiel. Den löse ich am Ende des Videos auf. Oh, scheiße. Ich glaube, ich sollte mal wieder lernen, Postbox aufzumachen. Ich mache alles kaputt. Ich habe alles nummeriert. 1, 2. Das ist für 3, deine Tochter. Okay. Das 4, ein Fidget Spinner. Dankeschön, dass du schon verrätst, was da drin ist.
Wie geil ist das denn, Ihrem Bruder? Denn? 5, den habe ich selbst gemacht. Boah, ist aber ganz schön viel. Hallo Tudo TV, ich schaue deine Videos schon sehr, sehr, sehr lange und ich wollte dir einfach mal Danke sagen, dass du mich mit deinen Videos jeden Tag wieder aufmunterst. Ich liebe deine Videos und die Art, wie du deine Videos machst. Es tut mir leid, wenn ich manches wiederhole, aber ich weiß sonst nicht, wie ich es dir mitteilen soll. Kein Problem, Digi, Ehrenmann. Vielen Dank für die Einsendung. Ich mache mal die 2. Fühlt sich an wie eine Kreditkarte. Ich hoffe, dass die Kreditkarte von deinem Vater mit drin. Das wäre echt cool. Oder einfach ein Spiegel, falls ich ins Gefängnis wandere, Freunde. Dann kann ich schon gucken, wann die Wärter kommen. What the fuck? Was steht hier? In diesem Spiegel siehst du den besten YouTuber. Okay, da bin ich mal gespannt. Der zeigt mir nur so einen arbeitslosen Typen. Da! Aber gute Idee. Vielen Dank. Ich habe mich zwar geschnitten und ich blute. Kommen wir zu der 3. Das ist richtig Mühe gegeben. Richtig gut. Das war nur eine Zahl, aber... Wow, was ist das? Wie wild ist das denn? Das ist für deine Tochter. Oh, scheiße, selbst ausgepackt. Egal, gebe ich meine Tochter. Dankeschön. Hier ist ein Fidget Spinner drin. Alles klar, ein Fidget Spinner, der selber zusammenbauen muss. Baue ich mal kurz den Fidget Spinner zusammen. Das ist der Fidget Spinner. Das Problem ist, es fehlt da was unten. Ah, der hat dann alles gedacht, der Junge. Wenn ihr übrigens mal einen Fidget Spinner haben wollt, tudoshop.de, die beste Merch-Seite aller Zeiten. Ah, nach Julian Bam seinem Merch. Beste Merch der Welt. Cool, ein Schlüsselanhänger. Vielen Dank. Puh, also, das Video wird schon ganz schön lang kommen. Wir machen noch ein Paket auf, oder? Ein Paket machen wir noch auf von den Zuschauern. Wen haben wir denn hier? Das ist einmal Warensendung. Warensendung. Peanut Butter Cups. Aha. Ein Känguru. Liebe Kunden und liebe Kundinnen, die Zukunft hoffen wir, dass wir Ihnen weiterhin viele Snackboxen. Ich krieg Snacks nach Hause geschickt. Schokolade Buddy. Das sieht ja komisch aus. Komm, versuchen wir mal ganz kurz. Irgendeine Firma hat mir das geschickt. Ich schicke auch keinen Namen. Keine Ahnung. Vernasche die Welt. Sind die Kekse aus? Ich frage mich gerade, ob ich das noch essen kann. 2018. 2018. Ist das Ding schon bei mir? In der Geschenkbox. In der Fanbox. Dieses Ding ist 2018 abgelaufen. Ach komm, scheiß drauf. 2 Jahre. Was sind denn schon 2 Jahre? Die 2 Jahre ist wirklich zu lange. Ich sollte das vielleicht wirklich nicht essen. Oh nein. Oh nein. Ah, guck uns mal ganz kurz die Gewinner an. Und dann denke ich mal, dieses Video schon wieder viel zu groß. Die Gewinner von diesem wunderschönen Laser Mat Boost Blaster Advanced Battle Ops sind einmal. Ich lese mal ganz kurz vor. Sebastian Vogler, herzlichen Glückwunsch. Hashtag Faktutu. Wie ist deine Liebe zum Motorradfahren entstanden? Wäre cool, wenn du mich grüßen kannst. Grüße gehen raus an Sebastian. Ja, wie ist denn die Liebe zum Motorradfahren entstanden? Das ist eine gute Frage. Also mit Führerschein habe ich schon seit ich 18 bin. Ich habe es direkt mit dem Führerschein vom Auto gemacht. Das empfehle ich euch übrigens auch. Das geht einfach viel schneller, wenn ihr das nötige Kleingeld natürlich dazu habt. Und seitdem ich eigentlich meinen YouTube-Kanal betreibe, habe ich mir überlegt, also Motorradfahren macht eigentlich wieder Spaß. Ich habe angefangen mit den kleinen Kindermotorrädern und dann kam die Lust, immer mehr ein richtiges Motorrad zu fahren. Und dann habe ich an verschiedene Firmen dann angeschrieben und die wollten dann mir ein kleines Motorrad leihen. Seitdem leihe ich mir ab und zu mein Motorrad für 2 Wochen und dann wird gefahren. Ich bin zwar kein Profi, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Zurzeit habe ich tatsächlich die BMW S1000 RR draußen vor der Tür stehen. Dazu wird es auch noch ein paar Videos kommen. Meine Vlogs sind leider ein bisschen verrauscht gewesen. Ich hoffe, dass mit meinem neuen Vlog-Setup das Ganze dann funktioniert. Dann kann ich mit euch Moto-Vlogs drehen. Ich bin sehr gespannt. So, das war der erste Gewinner. Glückwunsch. Schreibt mich auf jeden Fall bitte zurück an. Das wäre sehr wichtig. Per E-Mail am besten, weil ich kann leider auf YouTube niemand mehr anschreiben, außer ein Herzchen geben und eine Antwort drunter schreiben, aber das bringt natürlich nichts. Ihr bekommt meistens keine Benachrichtigung. Wenn du uns liest, bitte schreib mich an, du kriegst dann dein Geschenk. Sobi hat den 2. Paket gewonnen. Hashtag fragt du, kannst du mal GTA 5 streamen? Bester YouTuber. Ja, und tatsächlich habe ich schon GTA 5 gestreamt. Roleplay. Wir haben einen Roleplay-Server. Wenn ihr selber mitmachen wollt auf den Roleplay-Server, tudocity.de. Dort könnt ihr mitmachen. Meine Kollegen machen das für mich. Ich habe nichts damit am Hut. Ab und zu spiele ich das im Livestream, aber ich bin nicht wirklich ein guter Roleplay-Spieler. Aber wir haben auf jeden Fall da genug Leute, die da dran Spaß haben und das Ganze betreiben. Könnt ihr gerne mit beitreten. Wie gesagt, tudocity.de. Vielen Dank nochmal da auch an c-und-surf.de. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr einen eigenen GTA-Server oder TeamSpeak-Server oder was auch immer für einen Server ihr haben wollt. Oder zum Beispiel eine Domain kaufen. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, das war Makrofazelt Nummer 111. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf dieser Seite kommt zu weiteren lustigen Makrofazelt bei mir auf dem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr darauf vorbeischauen würdet. Und links und rechts mit der Social Media auf jeden Fall drehen.
mehr direkt ins Mikro. Ich kostet, aber ihr mir gerne weiter mit mir. Papa. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao mit Kakao.